Beim Schneider können wir vorbeischauen. Nichts hier. Periodisch Import waren, wie sieht's da aus? Das Los der Ferelder hier hat sich seit eurem Aufstieg verbessert, Champion. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr etwas in meinem Geschäft kaufen würdet. So. Nichts hier. Ich muss ganz kurz was schauen. Weiter geht's. Hey, Lady Elegant, wie steht's? Es ist stets ein Vergnügen, dem Champion von Kirkwall zu begegnen. Lasst es mich bitte wissen, falls ihr irgendetwas... Klar doch. Nichts hier. So, das waren Oberstadthändler, Unterstadthändler. Nächster Schritt. Schwarzes Emporium. Guten Tag. Wie steht's, Xenon? Seht euch um! Bitte auf Reaktoren zu vergiften. Viele beeindruckende Dinge. Kiste mit unbeantworteten Einladungen. In einem merkwürdigen Laden in Kirkwall befindet sich eine große Truhe voller Briefe und Karten. Bei genauer Untersuchung fällt auf, dass sie alle Einladungen zu jedem nur denkbaren Ereignis sind. Prächtige Bälle im Palast von Valroyo, die Hochzeit des amtierenden Königs Paris von Nevara, zahllose Namenstag feiern, die Sonnenwandfeier der Kirche in Cumberland, in 6 aufeinanderfolgenden Jahren, 5 verschiedene Einladungen zum Begräbnis von Sir Roland Farrar, in 5 verschiedenen Jahren. Oh. Einladungen zu Schiffstaufen. Hast du gegen kritische Nachrichten, die Geschäftsessen vorschlagen, eine von ihnen mit Blut unterschrieben. Oh. Zahlreiche Einladungen zu Duellen, die im Zeitraum von 40 Jahren zwischen 2 Familien in Antiva hin und her gingen. 19 an Varric Tethras Haus angehört, also 4. Briefe von Mitgliedern der Händlergilde der Zwerge, in der er zur Teilnahme an wichtigen Gildentreffen aufgefordert wird. Eine ausgesprochen schöne, inzwischen vergilbte, geprägte Karte von der großen Kathedrale, durch die der König von Antiva zum Tee mit der göttlichen Theodosia II. Eingeladen wird. Unbedingt, wo sich die Einladung jetzt befinden, erscheint es unwahrscheinlich, dass sie von den eigentlichen Empfängern beantwortet wurden oder dass sie dies überhaupt jemals erhalten haben. Aber würde irgendjemand sowas kaufen? Das kann ich mir kaum vorstellen. Aus den Briefen von Bruder Finn, Genitive an Schwester Petrine zur Lage der Kirche. Ach, Genitive durfte auch hier sein. Kiste der Schreie immer. Werkstoffe. Kein Übersehen. Arkane Methodik. Zerbrochene Wünschelrute, kein Storno. Obwohl mehrere Untersuchungen der Kirche der Frage nachging, ob die Kunst des Wünschelrutengehens magischer Natur sei, konnte bislang keine abschließende Antwort darauf gefunden werden. Im Jahre 386, im Zeitalter der Türme, erklärt die göttliche Joyos II. Die Praktik des Wünschelrutengehens als durch die Kirche gestattet, solange die Wünschelrutenträger davon absehen, ihre Fähigkeiten für schändliche Zwecke zu nutzen. Es folgt eine kurze theologische Debatte darüber, welche schändlichen Zwecke ein Wünschelrutengänger verfolgen könnte. Das von der obersten Klerikerin Wilhelmina von Hossberg angeführte, schwerwiegendste verdenkbare Vergehen war, dass die Wünschelrutengänger nach giftigen Würmern suchen könnten, die anschließend in die Kollekte der Kirche gelegt werden könnten. Obwohl das natürlich nicht hinnehmbar wäre, herrscht innerhalb der Kirche schnell die Einigkeit, dass die Bedrohung insgesamt als relativ gering einzustufen sei. Aus den Feuern der Kirche
von Feuern, Zirkeln und Templern, eine Chronik der Magie in der Kirche von Schwester Petrin zu Lande Kirche. Relikt und Antiquitäten. Entstehende Kompendium. Mr. Davies, ihr hattet gesagt, nicht jeder eigne sich für ein Leben als Schlar. Jetzt verstehe ich, was ihr meintet. Ich bin von dem Wunderwerk, das ich euch geschickt habe, über alle Maße frustriert. Diese Bücher sind die Krönung aller Merkwürdigkeiten Tevinters und füllen sich E-Automators. Neue Einträge erscheinen wie aus dem Nichts, ohne dass die Feder eines Schreibers zu sehen wäre. Wenn ein beratender Magier sagt, etwas sei unmöglich und man es doch wiederholt mit eigenen Augen sieht, dann ist das nicht weniger als ein Wunder. Aber der Inhalt. Jeder neue Eintrag besteht aus einem auf unsichtbare Weise erschaffenen Bild, das von einer Zeile unverständlicher Kauderwelsch begleitet wird. Und welche Schrecken diese wiedergeben. Darstellung des Weltlichen und Fantastischen ohne System oder Gewicht. Ich habe einen Drachen im Flug gesehen, einen Mann in majestätischen Roben, dessen Aussehen mir vollkommen fremd war, zahllose Personen im Moment ihres Todes und unzählige Apparaturen, denen ich nicht etwas Geringste vorstellen kann. Nichts kam mir auch nur entfernt vertraut vor, bis auf eine einzige Darstellung, die nahezu das genaue Gegenteil war. Meine eigene Frau. Das Gebrabbel der Bildnerschrift lieferte mir doch keinen Hinweis auf dessen Bedeutung und außerdem ist das Buch seitdem verschwunden. Ich verstehe weder den Sinn dieser Dinge, noch kann ich mir vorstellen, in welcher Bibliothek diese sicherlich gesammelten Werke noch zu finden sein mögen. Es ist, als würde man in jedem einzelnen Vogel aus einem ganzen Schwamm abzeichnen, der einem umflattert. Während ich diese Zeilen schreibe, sind ein Dutzend neue Bilder aufgetaucht. Und wenn ihr dies in den Helden haltet, werden sie bereits in 1000 weiteren untergegangen sein. Es ist nahezu unerträglich, die Welt derart intim und gleichzeitig so entfernt zu erfahren. Ich weiß, dass es doch vieles gibt und ich werde es doch nie selbst kennenlernen. Da fühlt man sich wirklich klein und unbedeutend. Die neuesten Seiten. Eine neue Unterschrift. Ein Neugerüst mit dem rivanischen Aussehen. Bildnerschrift Obquesque. Ja. Ein Kunari ohne Hörner mit festgeflochtenem Haar. Bildnerschrift. Keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich Stan, den wir kennen. Wieder meine Frau. Bildnerschrift. Ich habe keine Ahnung, ob wir das irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich irgendwie entziffern könnten. Zwei verdunkelte Kugeln zwischen den Sternen. Bildunterschrift. Inwegen des Schulanen, Baudelaire dazu. Das entstehende Kompendium in Originalsprache. Autor unbekannt. So, graben wir uns mal in den Spiegel. Und haben ganz viel geändert. Fertigen. So, das übernehmen wir jetzt einfach mal. Jetzt, wo wir der Champion sind, können wir auch irgendwie so komischen Kackstreifen auf der Nase haben. Lasst mich wissen, was ihr gerne kaufen möchtet. Es kostet eine Menge Gold, derart lebhaft auszusehen. Bengel? Bengel? Okay. Nix. Wo gehen wir nun hin? Viel steht an, aber ich würde sagen, fürs allererste gehen wir zurück ins Anwesen, machen eine kleine Aufnahmepause. Dann können wir dann in der nächsten Aufnahme uns anfangen, durch die ganzen Quests durchzuarbeiten, die wir da haben. Ne, wir können auch einmal in die Galgenburg gehen. Die Quests da annehmen, die da aufgetaucht sind. Und mit den Leuten da reden. Dann lege ich eine Aufnahmepause ein. Ihr müsst euch uns anschließen. Begreift ihr das jetzt? Ihr müsst zu den Magiern von Kirkwall halten. Das ist nicht mein Kampf. Ihr könnt euch nicht auf dem Sunderhügel verstecken. Es gibt bei den Dälisch keinen Platz für euch. Nein, mein Clan ist alles, woran mir je etwas lag. Alles, was ich getan habe, tat ich nur für ihn. Wenn ich mir recht überlege, helft uns vielleicht doch besser nicht. Faires Argument, anders. Sie ist immer eine Blutmagierin und die magst du ja nicht. Kunari-Schwert, gib her. Ich sagte, gib. Trefferschutz erhöht. Netz. Bald im Hinterkopf. Vulkanschild. So. Ohne. Plünder kann verkauft werden.
Herr Frusk. Seit Meredith in die Fußstapfen des Vicomte getreten ist, hat sie ihre Pflichten gegenüber den Templern vergessen. Der erste Verzauberer hat recht. Templer sollten keine weltliche Macht innehaben. Nein, sollten sie wirklich nicht. Da kann nie was Gutes bei mir rumkommen. Der erste Verzauberer hat, wenn ihr euren Job nicht vernünftig macht. Keine weltliche Macht innehaben. Der Preis, den der erste Verzauberer für diese Tränke festgelegt hat, übersteigt die Herstellungskosten. Er versucht Geld für den Zirkel zu verdienen. Hey, Pexel, wie steht's? Die Magier haben Spionen in unserem Orden. Das sage ich euch. Man kann niemandem mehr trauen. Okay, er ist paranoid. Rowena? Die Kommandantin braucht Wachsamkeit und Gehorsam in diesen schweren Zeiten. Templar Hugh, auch wenn du nicht mehr den Templarrüstung trägst, entweder war es ein Bug oder du bist einfach kein Templar geworden und chillst einfach noch in der Geigenburg mit deinen Buddies. Ich rate euch nicht, mit mir zu sprechen, Sarah. Was? Ich habe es gewagt, einen Befehl der Kommandantin anzuzweifeln. Jetzt bin ich ein Ausgestoßener. Nur weil ich ausgesprochen habe, was viele von uns genauso sehen. Ah, du bist also aus dem Orden ausgestoßen worden von ihr. Ich fürchte, der hiesige Orden der Templer ist vom rechten Weg abgekommen. Ein Paranoider, eine Zelotin. Ich fürchte, und ein Widerstandskämpfer sozusagen. Cullen, wie steht's? Champion, eure Freundschaft zu den Templern ist in den Jahren seit eurem Aufstieg offenbar etwas abgekühlt. Aber ihr könntet die Kommandantin jetzt doch bestimmt auch selbst aufsuchen, falls ihr das möchtet. Unsere also, Freundschaft zu den Templern ist wie abgekühlt. Wie kann ich euch helfen? Steht ihr noch immer hinter Meredith? Alle sagen, die Kommandantin sei wahnsinnig geworden. Steht ihr etwa immer noch zu ihr? Die Leute verlangen zu viel von ihr. Um in ihrer Position zu überleben, braucht sie ein Rückgrat aus Stahl. Und ich weiß, wie Wahnsinn aussieht. Ich habe Aldreds Augen gesehen, als nichts Menschliches mehr in ihnen war. Die Kommandantin hingegen ist noch nicht an diesem Punkt. Aber ich muss nicht fragen, woher diese Gerüchte stammen. Ah, hat also sozusagen eine Idee. Wird Elfi eine Partei ergreifen? Was denkt ihr? Für wen wird die oberste Klerikerin wohl Partei ergreifen, wenn es zu einem Krieg mit den Magiern kommt? Sie ist durch ihren Glauben und ihr Amt dazu verpflichtet, die Templer zu unterstützen. Es ist göttliches Recht, dass wir über die Magier herrschen. Ah. Aber es ist grausam, wie sie sie immer weiter verlockt und in dem Glauben lässt, sie hätten eine Chance zur Rebellion. Es war immer auch nett, sich zu unterhalten. Ich wollte einfach nur mal sehen, wie sich ein alter Freund in diesen schwierigen Zeiten schlägt. Nach dem, was in Ferelden geschehen ist, dachte ich, ich würde den Zweck des Ordens niemals wieder in Frage stellen. Aber es wird jeden Tag schwieriger zu unterscheiden, ob ich wirklich den Templern oder nur der Kommandantin diene. Hm. Es könnte sein, dass beide nicht mehr ein und dasselbe sind. Hallen zweifelt also auch. Ich fürchte, verglichen mit dem, was noch kommt, könnte Sir Ulrichs Plan schon fast barmherzig gewesen sein. Heilige Scheiße, was? Ich hoffe, der Orden kann auf eure Unterstützung zählen, Champion. Na, wahrscheinlich nicht. Waren von Magier. Nichts Interessantes. Interessant. Kräuterkundiger, der von Mari. Nichts Interessantes. Freut mich, euch wiederzusehen, Champion. Du brauchst noch was? Willkommen zurück, werter Freund. Dank euch war mein Geschäft noch nie so gut sortiert. Obgleich ich nicht wüsste, was ihr noch für mich suchen solltet, könnt ihr mir gerne jedwede seltene Zutat bringen, auf die ihr stoßt. Okay. Ich wäre mehr als froh, etwas nur für euch herstellen zu dürfen. Das ist das Mindeste, was ich für den Champion von Kirkwall tun kann. Es ist zur Kenntnis genommen, Sol. Gehen wir in die Templarhalle rein. Rede noch mal mit der Kommandantin. Wir sollten Fenris dabei haben. Egal, wird schon passen. Templar? Die Kommandantin ist euch für eure Unterstützung dankbar. Jetzt labert er schon wieder. Da wohnt sie. Wer wohnt da? Ah, oh, Osino wohnt hier. Hey. Es sind schwere Zeiten für Kirkwall. Die Musik hat wieder Spaß. An Sack. Perfekt. Korallenbruchstück.
Komplexe Truhe. Merlin ist aufgestiegen. Gut, ich würde sagen, geben wir noch ein bisschen mehr Magie. Damit sie absolut ausrasten kann bei der nächsten Gelegenheit. Was geben wir als nächstes? Ich wäre versucht, ja Arkan oder Veränderungen noch reinzugeben, aber ich glaube, wir gehen erstmal Elementar weiter ausüben, weil Elementar echt viel Schaden machen kann. Langsam Veränderungen. Kursig enormer Schaden. Und schützen aber die gegnerische Angriffe abwärts, solange dieser Modus aktiv ist. Ah. Das kann natürlich theoretisch auch nicht schaden. Geistschlag wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber ich glaube für Meryl einfach nur aus puren Charaktergründen wäre Veränderung sogar sinnvoll, aber ich habe keine Ahnung, was wir mit Veränderungen anfangen können. Fähigkeiten scheinen nicht so krass zu sein. Wirke übernimmt nun schwächere Varianten der Verbesserung von Zaubern in dieser Schule. Von schwächeren Varianten aller Veränderungszauber. Das ist halt zum Debuffen von Gegnern gar nicht mal so schlecht. Hm. 100% gegen jeden Gegner. Also auch gegen Bosse. Geistern. Oh. Okay, das ist ganz. Das könnte Bossschmelzer werden. Nehmen wir das rein für sie. Elsa! Die Kommandantin will mit euch sprechen. Was du nicht sagst. Na dann, klopf, klopf. Champion, willkommen. Schön, euch zu sehen. Es ist mir stets eine Freude. Und darf ich euch sagen, dass ihr mit eurer Kleidung eine hervorragende Wahl getroffen habt? Ich trage diese Rüstung nicht aus ästhetischen Gründen, Champion. Nicht? Aber dass sie euch so schmeichelt, kann doch kein Zufall sein. Komplimente sind nicht angebracht. Das ist kein gesellschaftlicher Anlass. Die Verderberin. Es gab einen Vorfall in der Galgenburg. Einige Phylakterien wurden zerstört. Und mehrere Magier haben die Gelegenheit zur Flucht genutzt. Wir haben die meisten der Flüchtigen wieder eingefangen. Aber ich brauche eure Unterstützung, um die letzten drei zur Strecke zu bringen. Erzählt nur vom Vorfall. Wie wurden die Phylakterien zerstört? Anders? Ein Aufruhr. Einige meiner eigenen Templer haben die Flucht organisiert, vermutlich aus Mitleid mit den Magiern. Sie haben ihre Pflichten vernachlässigt. Und damit letztlich die ganze Stadt gefährdet. Dankenswerterweise sind die meisten zu ihren Familien geflüchtet und haben keinen Widerstand geleistet. Die letzten drei jedoch haben sich als schwieriger erwiesen. Können eure Templer einfach nicht. Da ihr zu mir kommt, bin ich versucht anzunehmen, dass eure Templer plötzlich allesamt verschwunden sind. Die Abtrünnigen werden von ihren Familien versteckt. Sehr wütendes Schwert. Einige haben sich im Gespräch mit Templern verstockt gezeigt. Aber bei euch wäre das sicher anders. Die Einwohner von Kirkwall vertrauen euch, Champion. Sie werden darum offener sein als bei uns. Wir wollen sie nicht benutzen lassen. Ich erledige nicht eure Arbeit für euch. Ihr habt eine Schwester im Zirkel der Magie, nicht wahr? You what, mate? Mit Namen Bethany. Was? Nie von ihr gehört. Meine Schwester heißt Mitch und lebt immer noch in Pharrell. Eure Schwester ist eine vorbildliche Magierin.
Ich erwähne sie nur, um zu verdeutlichen, dass ich nicht alle ihre Arten bei der Erpressung schere. Nein, manche Hunde unterwerfen sich rasch der Leine. Andere erinnern sich, dass sie Wölfe sind. Wir jagen auch Wölfe, wenn sie zur Gefahr werden. Wenn die Flüchtigen der Stadt schaden, wendet sich das Volk gegen den Zirkel. Und das betrifft dann auch eure Schwester. Sprecht mit den Familien dieser Magier. Findet selbst heraus, ob man sie wieder einfangen muss. Und falls nicht? Ihr lasst meine Leine ziemlich lang. Wollt ihr mich damit aufhängen? Ich versuche, ein schwieriges Problem so behutsam zu lösen, wie es mir vertretbar erscheint. Ihr heißt meine Methoden nicht gut. Aber vielleicht ändert ihr eure Meinung, wenn ihr mit eigenen Augen seht, wie gefährlich diese Abtrünnigen sind. Und was wäre erforderlich, damit ihr eure Meinung ändert? Sprecht mit Elsa, meiner Assistentin. Oh. Sie kann euch alles über die Flüchtigen erzählen, was ihr wissen müsst. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Champion. Eine Besänftigte als Assistentin. Wir hatten die Marke vorher noch nicht gesehen. Guten Tag, Champion von Kirkwall. Hätten Sie bedenken können. Kommandantin Meredith hat mir mitgeteilt, dass ihr die Abtrünnigen im Namen der Templer suchen werdet. Es sind drei. Huon, Emil und Evelina. Mhm. Seid ihr nicht besänftigt? Warum hat Meredith eine Besänftigte als Assistentin? Sie protzt mit ihrer Macht über die Magier und stößt uns voller Wonne mit der Nase darauf. Die Kommandantin hält besänftigte Magier für effizient und unermüdlich. Und ich bin ganz besonders gut organisiert. Ah, ist Blutmagie im Spiel? Sind die Abtrünnigen Blutmagier? Die Kommandantin hat diesen Verdacht, ja. Aber sie weiß es nicht mit Sicherheit. Die Kommandantin geht davon aus, dass alle Abtrünnigen Blutmagie praktizieren. Sie ist lieber vorsichtig, als sich bei so etwas zu irren. Erzählt mir von Huon. Erzählt mir von Huon. Huon ist ein Elf. Er wurde vor 10 Jahren aus dem Gesindeviertel geholt. Seine Frau Nisa arbeitet für eine Schneiderin in der Unterstadt. Er ist aus dem Gesindeviertel. Könnte Huon sich unter den anderen Elfen im Gesindeviertel verstecken? Die Suche der Templer blieb ohne Ergebnis. Die Templer sind der Ansicht, dass nur wenige Elfen es wagen würden, ihn zu verstecken. Huon wurde vor vielen Jahren fortgebracht. Die meisten Einwohner des Gesindeviertels kennen ihn nicht einmal. Was wissen Sie? Haben die Templer sie schon befragt? Ja. Nisa hat ausgesagt, Huon seit seinem Beitritt zum Zirkel nicht mehr gesehen zu haben. Emil. Was wisst ihr über Emil? Der zweite Abtrünnige ist Emil de Lancey, 5. Sohn des Comte de Lancey. Aus der Oberstadt. Überaus streitlustiger und empfindlicher Adel. Abends sitzen sie beisammen und verfassen Beschwerden. Wollen Sie den Manager schon mal sprechen? Erzählt nur von der Familie. Was wisst ihr über die de Lanceys? Comte Guillaume de Lancey ist ein niedriger Adliger aus Orléans. Er und seine Frau sind vor über 30 Jahren in die freien Marschen gekommen. Emile wurde in Kirkwall geboren und mit 6 Jahren zum Zirkel geschickt. Wurden Sie befragt? Was haben Sie den Templern gesagt? Der Comte und die Comtesse sagen, dass sie Emile zuletzt als Kind gesehen haben. Sind Ihnen so nicht mal im Zirkel besuchen gekommen? Wobei in der Geierenburg weiß ich nicht mal, ob das überhaupt möglich ist. Evelina. War das nicht die Bettlerin aus der aus der Dunkelstadt, die Bettlerin, der wir immer Kohlen gegeben haben, wenn wir vorbeigekommen sind. Was wisst ihr über Evelina? Evelina wurde 8 Jahre lang im Zirkel von Ferelden ausgebildet. Oh. Zuletzt hat man sie in ihrer früheren Wohnstadt bei den Flüchtlingen in der Dunkelstadt gesehen. Ferelden. Im Zirkel von Ferelden. Der Zirkel, wo alles zur Hölle gefahren ist. Wie ist sie nach Kirkwall gekommen? Evelina behauptet, sie sei vor der Verderbnis geflohen, nicht vor dem Zirkel. Sie hat nach ihrer Ankunft beim ersten Verzauberer vorgesprochen und um einen Platz im Zirkel gebeten. Hört sich nicht nach einer Flüchtigen an. Sonst noch etwas? Unseren Unterlagen zufolge hat sie Meredith um finanzielle Unterstützung für zahlreiche Kinder ersucht, die ebenfalls der Verderbnis entkommen konnten. Sie wurde wahrscheinlich nicht erteilt. Zuletzt gesehen? Haben die Templer sie in der Dunkelstadt gefunden? Ja, sie haben sie aufgespürt, aber sie hat mehrere Verfolger getötet. Oh. Die Templer halten sie für die gefährlichste der Abtrünnigen. Oh, sie scheint ein bisschen verzweifelt zu sein. Und das sollte genügen. Im Moment habe ich alle Informationen, die ich benötige. Viel Glück bei eurer Suche, Champion von Kirkwall. Abtrünnige als Sklaven zu missbrauchen, ist ganz schön benötigt ihr weitere Informationen dreist trotz allem. Okay.
Befehl. Das ist schon sehr stark zweifelhaft. Um nicht zu sagen, vollkommen verabscheuungswürdig. Herr Meredith, was soll das? Als wäre es zu viel verlangt, darum zu bitten, dass die Stadt vor Magie sicher ist. Orsino ist ein Narr. Ihr seid alles Vollidioten. Orsino. Es sind schwere Zeiten für Kirkwall. Ihr seid alles Vollidioten. So. Hof der Galgenburg. Es war dumm von Hawk, euch einziehen zu lassen. Ihr werdet ihn betrügen. Selbst wenn ihr es nicht vorhabt, werdet ihr es tun. Warum geht ihr immer nur mich derart an? Seid ihr eifersüchtig? Über Hawk und Isabella habt ihr euch niemals aufgeregt. Man kann nicht eifersüchtig auf jemanden sein, der mit Isabella schläft. Das ist allen klar. Sie ist wie eine Beilage, die mit dem Hauptgericht serviert wird. Wenn sie jetzt dabei wäre, hätte sie dazu noch was gesagt, aber gut. Sie sagte nunmehr im guten Hauptgericht, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Gut, jetzt haben wir fürs Erste mit allen geredet. Ich muss diese Aufnahmen. Ein Ort, wo wir uns versammeln sollten. Für die meisten ist es bestenfalls ein Nicken im Vorbeigehen. Ah. Ich muss diese Aufnahmen noch verarbeiten, damit die irgendwo noch rauskommt. Weil natürlich die Materialien wieder ausgegangen sind. Isabella ist hier, okay, gut. Zeit zu labern. Ich habe gehört. Oh, was ist das hier alles? Ich hoffe, dadurch entstehen keine Probleme. Mary! Wisst ihr, ich glaube langsam, Sandal beobachtet mich. Ja, alle wollen wirklich was. Und die? Ich würde gerne mit euch über die Organisation unserer Schlafplätze sprechen. Was? Denkt ihr, er könnte vielleicht ein anderes Bett benutzen? Fühlt euch dann deswegen unwohl? Ist es, weil er uns zusieht, wenn wir... Ihr wisst schon? Nun ja, es ist nur... Er schnarcht. Und manchmal stinkt er wie eine Kloake. Oh, sei bitte nicht traurig. Ich hab dich wirklich gern. Aber vielleicht könntest du ja bei Sandal schlafen. Verzauberung! Klingt am Kompromiss. Hundi? Meryl? Wisst ihr, ich glaube langsam, Sandal beobachtet mich. Meinst du? Sandal? Darf ich Salamander? Nein, keine Salamander! Isabella, was willst du? Oh, wen haben wir denn da? Es ist wohl mal wieder Zeit, die Schlösser auszutauschen. Ich habe geklopft. Bodan hat mich reingelassen. Unmöglich. Ratet mal, was passiert ist. Castillon ist in der Stadt und ich werde nicht abwarten, bis er mir ein Messer in den Bauch rammt. Wir werden ihn erledigen, bevor er mich erledigt. Erstmal durch Möbel durchgehen. Jetzt guckt es einfach an. Klingt lustig. Ihr wollt Castillon überraschen? Ich liebe Überraschungen. Bedauerlicherweise hat sich Castillon irgendwo in Kirkwall verkrochen und ich konnte ihn bisher nicht finden. Ich weiß allerdings, wo Velasco ist, seine rechte Hand. Wir müssen ihn einfach nur dazu bringen, uns Castillons Aufenthaltsort zu verraten. Irgendwie. Brillant. Beeindruckend. Ihr seid wirklich eine Meisterin im Pläne schmieden. Nun ja, ich hatte noch keine Zeit, die Details auszuarbeiten. Schritt 1, wir gehen zu Velasco. Schritt 2, irgendetwas Aufregendes geschieht. Schritt 3, wir bekommen, was wir wollen. Habt ihr vielleicht eine bessere Idee? Wir erledigen ihn. Vielleicht finden wir ja etwas, wenn wir ihn umbringen und seinen Leichnam durchsuchen. Wie immer. Oder wir finden nichts und stehen mit leeren Händen da. Gewalt. Könnten wir ihn nicht so lange verprügeln, bis er redet? Das würde nur darauf hinauslaufen, dass ihr ihn umbringt. Stimmt, das wäre im Endeffekt nur Schritt 1. Reden. Könnten wir Velasco nicht einfach nett fragen, wo Castillon ist? Freiwillig wird er uns nichts verraten. Ich kann nicht riskieren, dass er misstrauisch wird und Castillon warnt. Köder. Castillon will euch. Warum lassen wir euch nicht von Velasco zu ihm bringen? Und ihr folgt mir. Oh ja, das ist raffiniert. Ich wollte schon vorschlagen, dass wir Velasco zu einem Ratespiel herausfordern und dabei irgendwie die Frage, wo ist dein Boss, unterbringen. Gute Klappe. Aber euer Vorschlag ist deutlich besser. Ja klar. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Velasco verbringt seine Nächte im Bordell und erfreut sich an all seinen Verlockungen. Dort werden wir ihn finden. Natürlich werden wir das.
keine Pause für den Verruchten, nicht wahr? Noch was? Hundi? Meryl? Wisst ihr, ich okay, glaube, langsam Sandel beobachtet mich. Post? Keine Post. So. Orana? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung, Meister. Ja, speichern. Gut, liebe Gemeinde, wir haben jetzt unseren Stiefel sozusagen in Akt 3 reingeworfen. Wir haben ein riesiges Buch an Sachen, die wir angehen dürfen. Oh, es geht eigentlich sogar noch. Und das werden wir dann in der nächsten Aufnahme allesamt angehen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio!